So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist mir wieder auf Inferno und es kommt die versprochene Kabeltrommel Smoke für den Bassbot. Die hat ein bisschen auf sich warten lassen. Ich zeige es jetzt hier einmal. Ist einer der wichtigen Smokes auf jeden Fall zu werfen. Also wir haben in letzter Zeit viel Inferno gespielt und haben gemerkt, dass die Kabeltrommel Smoke unabdinglich ist, weil da einfach so oft jemand steht, der einen dann wegholt. Im Endeffekt vielleicht Autosniper, AWP oder ein guter Schütze, das ganze Team vielleicht wegholt bei einem Rush. Wer weiß. Hier seht ihr jetzt, man muss ganz auf die Kabeltrommel oben drauf steigen, um drüber zu aimen. Man kann ja nicht auf die letzte Stufe zum durch den Smoke schießen quasi. Ist gut abgedeckt. Der Go ist sicher. Kombiniert natürlich mit dem ACT-Smoke und Molotov-Cocktail. Hier geht an den letzten Pfeiler quasi dran, visiert diese Antenne an und geht dann ganz nach oben bis auf dieses Kabel. Und lasst sie einfach los. Das war doch der ganze Spuk schon. Die kommt nicht immer ganz sauber. Also das werdet ihr merken. Die kommt nicht immer ganz gut. Aber was sie immer abdeckt, ist eben diese Kabeltrommel. Und quasi den Spot da drauf. Also man muss immer definitiv ganz oben drauf, um abzuaimen. Es kann manchmal sein, man kann ein bisschen Richtung Y aimen. Aber das ist hier in dem Fall auch nicht ganz so krass. Da muss man halt den Barbecue legen oder sonst wie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Kabeltrommel-Smoke-Spot so abgesmoked, zusammen mit der CT und Y. Natürlich anwendbar am Team, optimalerweise. Links werde ich jetzt hier auch nochmal hinten einblenden. Wenn euch das Video geholfen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was ihr noch für Smokes oder Flash sehen wollt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao. Und landet genau im Y. Ihr seht, hier brennt alles, hier kann niemand mehr stehen. Und es ist extrem gut, dann ist der Y-Spot raus. Dann müsst ihr im Prinzip noch hier gucken.